Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ihr seht fantastisch aus und damit muss ich gar nicht mehr viel mehr sagen, Freunde. Ich würde sagen, wir hören direkt rein. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben Naomi John mit St. Valentine. Wir haben alles andere von Naomi musikalisch uns schon zusammen angesehen, angehört. Und falls ihr da irgendwas sucht oder verpasst habt, checkt gerne meinen Channel ab. Da habt ihr auf jeden Fall alle Naomi Reactions, die wir gemacht haben, werdet ihr da finden, obviously. Ey, ich würde sagen, wir hören rein. Ich freue mich sehr drauf. Let's go. Oh, okay, ich wollte erst sagen, da war nichts drin, aber da war was drin. Sie hat nicht wirklich getrunken, das hat man aber gesehen. Ich finde, man sieht das immer krass, wenn Leute nicht wirklich aus irgendwas trinken. Na, nee, da wurde nicht getrunken. Oh, shit. Holy, ey, es ist wirklich crazy, wie sie reinkommt einfach. Bro, okay. Oh nein. Okay, ey, da hätte sie doch sagen müssen, I don't need you tonight. Oder? I don't need you tonight. Naja, war glaube ich mit Absicht so. Aber das ist in meinem autistischen Gehörgang aufgefallen auf jeden Fall. Ey, aber ganz kurz, Musikvideo wieder insane, Bro. Insane. Da ist kein fettes Label hinter, das ist independent. Und es ist einfach crazy. I just don't quite believe the hype. Boah, sie erinnert mich voll an diese eine, wie heißt die? Von, nicht von Looney Tunes, aber auch so ein Cartoon, diese eine. Das hatten wir irgendwann schon mal, habe ich sie gesucht und ihr habt sie gefunden. Auf jeden Fall war die bei Mickey Mouse oder so mit dabei, diese rote, das war so eine Sängerin, glaube ich. Rote lange Haare auch und so, ich glaube, auf jeden Fall an die erinnert mich. Das Kleid ist auch insane. Oh wait, hat sie ein eigenes Parfum rausgebracht? Kiss Me? Kiss Me, Naomi John, ja. Ist das gut? Ist das gut? Soll ich es testen? Soll ich es benutzen? Bro, okay, diese Musikvideos sind halt insane, ne? Das ist wirklich, also ich sehe hier auch Elemente, die ich mit K-Pop-Musikvideos vergleichen kann. Und K-Pop-Musikvideos, jeder, der sich minimal auskennt, weiß, sind das Krasseste wirklich vom Krassesten. Da kommt nichts ran, gefühlt. Boah, geiler Shot. Oh, meiste Choreo. Boah, das kommt gut, das kommt gut. Boah. Übel, übel, übel stronger Übergang, finde ich. Auch noch diese Szene so mit diesem crazy Hair und Make-up, so ein bisschen Harley Quinn-Style so. Das kommt schon strong. Diesen Part davor, wo es so ein bisschen ruhig wurde mit diesen High-Notes, habe ich nicht ganz so gefühlt. Aber dieses Explosive... Das kommt gut, das passt. Dieses Kraftvolle, finde ich, passt bei Naomi irgendwie ein bisschen besser. Boah, ich mag das Instrumental auch sehr. Wird's noch ein bisschen rockiger? Oh mein Gott, es wird rockiger. Holy! Oh, schade, ich hätte jetzt noch so ein bisschen mehr Rock gefühlt. Und nicht nur diesen kleinen Teaser hier. Bro, also wir haben wirklich ganz, 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 ganz krasse Sets hier wieder. Es ist, werde ich nie drüber hinwegkommen, wie krass die Musikvideos bei Naomi sind. Nie. Boah,
krass, wie wandelbar sie ist vom Look her, ne? Ich hätte mir dieses Explosivere im Song ein bisschen öfter gewünscht irgendwie. Da sind mir hier und da ein paar Stellen, die zu ruhig sind, zu lang gezogen eventuell. Ist jetzt vom Vibe her nicht so der Song, den ich, die Art von Song, die ich von Naomi am meisten fühle. Da finde ich sowas wie Naomi schon krasser noch. Und ey, mein Gehörgang möchte da dieses I don't need you to night unbedingt hören. Ich hoffe, ich bete einfach, dass es eine Version gab und ich glaube, es gab eine Version, wo es tonight war. Boah, diese ganzen Regieanweisungen, die man noch hört, geil. Geil. Ey, aber ey, ganz kurz, die Musikvideos sind immer fucking insane. Kann man nicht anders sagen. Das ist ganz, ganz krass. Ich glaube, Vanessa hat auch wieder mit dran gearbeitet. Sie schminkt auf jeden Fall eigentlich immer die Tänzer und Tänzerinnen. Styling, Make-up, Hair. Boah, es ist jetzt super schwer, es zu finden, aber eigentlich Hair, Make-up, Dancers, genau, Vanessa. Dachte ich doch, hab ich richtig im Kopf gehabt. Vanessa ist die zu, ich würde sagen, 99% immer für Hair und Make-up bei Jordi, also Bad Moms Jade, zuständig ist, aktuell noch bei Hava und da damit auf Tour und Hava halt schminkt. Und die hat hier eben auch die Tänzer und Tänzerin geschminkt. Ey, auf jeden Fall musikvideotechnisch erstmal super, super strong. Ich habe nichts anderes erwartet und trotzdem werde ich immer wieder überrascht. Ja, selbst wenn ich mit krassen Befürchtungen, in Anführungsstrichen Vorahnungen hier, rankomme, werde ich überrascht von den insanen Musikvideos. Das ist wirklich crazy. Und den Looks, den self-made Kleidern teilweise, es ist wirklich ganz, ganz krass. Mir hat das die Choreo gut gefallen, diese Ground-Choreo, die wir einmal hatten mit den Tänzern. Und wir hatten echt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Sets, die sahen alle insane aus. Mir hat das Impulsive im Song gefallen, mir hat das Instrumental sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte diesen Rock-Vibe so ein bisschen mehr ausgereizt noch. Das hätte mich gefreut. Ansonsten war der Song für mich vom Vibe her nicht 100% mein Geschmack irgendwie. Also hier und da so ein bisschen zu langsam vielleicht, weil ich mag dieses Impulsivere bei Naomi lieber. Dieses Impulsivere, dieses Bam in your face. Und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Und ich hätte dieses Rockige auf jeden Fall gerne mal gehört. Ansonsten aber auf jeden Fall eine insane Produktion. Und trotzdem ein sehr, sehr starker Song. Selbst wenn er jetzt vielleicht nicht 100% meinen Geschmack getroffen hat, kann man, glaube ich, nicht abstreiten, dass es all in all sehr, sehr gut war, ja. Von daher, ich bin sehr gespannt. Wir werden uns alles Weitere natürlich von Naomi, wie gesagt, immer anhören. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag und bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer. Bis dahin sehen wir uns und ciao.